Ja, mache ich mal. Sehr verehrte Damen und Herren. Das ist der Jimmy Drew Channel. Wir spielen Black Squad mal wieder. Noch 25 Aufnahmen, Leute, dann ist Destiny. Noch 25 Aufnahmen, dann ist Destiny, genau. Noch 23 Tage bis Weihnachten. Ach nee, Moment. Falsches Jahr. Ja, dann noch ungefähr 2 Wochen bis Call of Duty. Ah ja, das klingt erstmal nett. Mal gucken, was das wird. Ihr dürft euch auf unserem Channel gerne angucken. Habe ich keinen Vertrag mit. Ihr seid willkommen. Oh, eine Pizza, ganz viele in dem scheiß Fenster. Okay, warte. In allen Fenstern. Ich habe nichts ausgerichtet. Ja, ich mache erstmal das Objective kaputt, dann können wir uns um irgendwelche Fenster kümmern. Wobei, komm. Alter, lag doch gerade die Pennstätte. Oh, Alter ist bei B. Naja, also schieß vorhin im Auto. Das ist wohl eine neue Taktik. Okay, wie immer, wa? Taktik, nee, Taktik nur. Ah, da ist doch noch einer um die Ecke. Und da ist noch einer hinter euch. Ich bin tot, ich kann's beurteilen. I'm dead, I can judge that. So ist das. Können die eigentlich in der C schon angreifen? Ich habe keine Ahnung. Oh, aber sie ist schon halt wieder. Das ist eine besonders gute Frage. Doch, weil da einer wahrscheinlich sich vorgeprescht hat und dann... Die ganze Zeit mit dem scheiß Messer drin saß. Mhm. Ui, da stand einer auf dem Dach natürlich mit dem Scharfschützengewehr. Was eine Lusche. Das sind schon welche bei E drin. Unserem oder gegen uns? Unserem. Ah, gut, die zwei Mann. Aber waren gerade wohl mehr als zwei. Sag dir mal eins, ich hasse euren Laden, zumindest hier. Ja, der gehört auch. Natürlich gehört der auch zu mir. Nein, aber so von der, ne, von der Art und Weise, genau. Verstehe ich so. Ich da hin, denk, kannst du ja noch ein bisschen Rockstar holen. So, weil nach Kauf immer zu laufen hatte ich jetzt keinen Bock. Ist auch ein bisschen weit von mir. Muss man fairerweise zu. Ein Argument, ja. Ohne, ich wollte eigentlich nur noch zu sein eine holen. Ich habe natürlich gedacht, ich krieg meine, ne, muss ich mir mit dem normalen. Ja, die haben, ja, wir haben ja nur den normalen. Weißen. Den weißen? Der weiße, ja. Normalerweise, Booker oder was das ist. Normalerweise haben wir den normalen und den und ja, aber wenn man so ein Angebot Wochen macht, machen wir nicht alle, ist auch dann auch nein, schon so alle nicht, nur die Bestlaufenden. Ja, aber der normale ist doch nicht der Bestlaufende. Aber wenn ich das beurteilen kann, wenn ich das beurteilen kann, so schnell wie bei uns hier der Experience, den ich so gerne trinke, weg ist, dann muss der eigentlich der Bestlaufende sein. Der ist fast immer instant weg. Und da bin ich nicht mehr verantwortlich. Ja, da gibt's ja Statistiken für und da gibt's ja noch bestimmte... Ah, scheiß Granate. Da gibt's dann noch bestimmte Preise für bestimmte Mengen von bestimmten Sorten und dann kannst du ja erst das Angebot machen, also... Das ist selten mal inkomplex. Also du machst selten mal ein Angebot und einfach nur nach Motto, oh, ich habe davon viel, ich verkaufe das jetzt. Ja, okay, nein, das verstehe ich ja auch, aber ich finde, das kann ja statistisch nicht so ganz sein, dass wenn die da sind, die sofort weg sind und dann aber die Statistik sagt, eigentlich wird der normal am meisten gekauft. Weißt du, wie ich meine? Das kann ja dann schon irgendwie nicht hinkommen. Ja, die Frage ist immer, inwieweit diese Statistiken zuverlässig sind, weil das System von Netto teilweise Folgendes, hoppala, jetzt bin ich tot, Folgendes macht, es wird zum Beispiel von einem Artikel keine Sorte gewertet, sondern einfach nur die ganze Artikelgruppe. Also wenn du jetzt zum Beispiel Rockstar hast, dann wird einfach alle Rockstar zusammengezählt. Ja, okay, dann, aber dann, ne? Müsste man dann nicht in einem Angebot auch mehr oder weniger alle anbieten? Oder zumindest mehrere Sorten, müssen, nicht zwei oder eine? Müssen ist da sowieso schwierig, ne? Im Endeffekt, ja, okay, ist müssen ja, musst du ja eh nichts, aber ich meine, wenn du dann so ein Angebot machst und du sagst, die Statistik wird so erhoben, wäre es doch eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn man es dann kann sagt, sein, okay, dass hier so erhoben wird, das weiß ich jetzt vielleicht nicht. Achso, dass ich mehr oder weniger behauptet? Ja, es gibt verschiedene Methoden, das zu machen, deswegen ist das etwas komplexer. Ja,
gut, aber ich muss mir sagen, da lobe ich mir kaum immer noch Rewe, weil wenn Ninox angeboten haben als Beispiel, da ist dann halt immer gut. Man muss sagen, die haben auch mehr im Sortiment. Okay, ja, die sind Frage, auch deutlich größer, da ist halt dann immer das komplette Sortiment weg und also im Angebot und es wird auch extra nachgekauft. Also sie ist richtig Aufsteller mit Paletten und so. Aber die haben auch ein paar Quadratmeter mehr, wa? Ja, gut. Das darf man auch nicht vergessen. Und hast, ne? Ja, klar, wenn du dann... Und dieser Zio, Zio, das ist dann gerade der neue Zio-Scheiß, kann mir keiner erzählen, dass das jetzt der Renner ist bei Netto, also das glaube ich nicht. Weiß ich nicht, kann ich dir wirklich nicht sagen, wir haben ihn nämlich nicht. Ja. Ich weiß noch nicht, wie das bei euch in der Region ist, wir sind ja Krefeld, das ist ja wieder was anderes. Also, wir sind nicht Krefeld, sondern wir sind in der Region Krefeld, ist auch egal. Also. Ich meine, eine Region als Hauptstadt des Landes. Nö, das gilt ja mal da, ist ja immer davon abhängig, wo das Zentrallager ist, ne? Für die Abteilung, wenn das in Krefeld... Okay, ihr habt noch nicht mal ein eigenes Zentrallager? Alter, weißt du, wie teuer in Düsseldorf die Mieten sind? Ja, gut, aber Düsseldorf ist auch so groß, wenn man das jetzt in, die Waterpolacke... Es ist nicht abfällig gemeint, aber, ne, das ist ein alter Kollege von uns. Das ist der Name. genau, das ist der Name. Das ist, wollt ihr wohnen? Auch da sind die Mieten deutlich teurer als im Krefelder Gewerbegebiet. Wobei das ja eigentlich auch, ne? Außer dann müsste eigentlich schon wieder fast der... Ich meine, du schaffst ja dadurch dann noch mehr Arbeitsplätze. Ja, schon. Oh mein Gott. Ach komm. Ich stehe gerade übrigens auf C mit einem Dingsbums, ne? Ja, ich komme, aber die dann nehmen wir sie nicht. Außerdem hab ich Dexter. Oh, mein Fenster sein. Aber 52er Ping und der PC ist neu gestartet. Bist du immer auf 10? Lohnt sich noch dahin zu kommen? Ich bin auch da, ja. Ob sich das lohnt, das musst du selbst entscheiden. Ah, ich kann auch da eine Granate reinwerfen. Warum tue ich das denn nicht? Also, die erklärt so eine große Wirkung, dass ich das... Dauerhaft davor schützt, dass da oben einer rauskommt. Nein, das nicht, aber es macht schon mal den einen Sniper kaputt. Und die Lautstärke ist sehr hoch, ich muss das gleich mal runterregeln. Da kommt einer im Saal an. Kommt noch einer rein, dann habe ich den auch ändern. Ich bin noch nicht mal ansatzweise. Wobei ich tatsächlich meine finde, verdammt, das Blockenwaffe dahinter mir. Du nicht. Wobei ich tatsächlich auf dem Alias-Server, also die erste Runde, wenn du den Sound nicht geändert hast, dann fand ich das eigentlich gut abgemischt. Da fühle ich das bei mir deutlich schlimmer mit dem Hit, bitte? Das Spiel war gerade sehr laut, warum auch immer. Ja, gut. Leute, ihr könnt mir mal mitteilen, wie ihr den Sound aktuell findet, ob das zu laut, zu leise ist. Ich meine, ich gucke es mir auch selber nicht an, weil ich habe schon gespielt, da muss ich mir nicht noch angucken. Nein, Quatsch. Verstehst du. Ja, hab ich auch gerade gemerkt, als der auf mich geschossen hat und ich dadurch starb. Juggernaut, oder was? Nee, auf dem Dach. Aber ich bin gleich wieder Juggernaut, also... Da ich bin Juggernaut, ich weiß nur nicht, wo ich hinkomme. Du kannst nach, nach Dings gehen. Nach D. Ja gut, da muss ich auch erstmal hinkommen. Ja, das kriegen wir schon unter, eigentlich schon 50% verloren. Aber unser E ist echt im Arsch, was soll denn das eigentlich? Das ist eine gute Frage. Ich hab Juggernaut und hier ist mal okay. Mach das. Ich hab hier schon ein bisschen vorgesorgt, aber... Ja. Ja, da steht einer. Hm. Hinter dir läuft auch ein Juggernaut her oder vor dir, ich weiß es noch nicht. Hinter mir, ja. Der Heli steht nicht mehr lange, wart ab. Und ich komme auch nochmal vorbei, wa? Ich bin tot. Da hab ich einmal ED hitten können. Viel zu viele, die uns in der E rennen. Na, prima. Und ich hab den schon vor B gezündet, also vier Spieler konnte ich gar nicht mehr zünden. Weißt du, das ist die Runde. Alter, das war's von mir. Achso, vielleicht ist die Pensche gar nicht. Ne, die Pesheng ist nicht, oder wie auch immer, ist auch nicht so schlecht. Aber ich finde die MK46 besser. Ich finde die MK46 trotzdem besser. Das war wohl ein Double Kill. Die ist steadier, das war ein Triple Kill. Die ist nicht nur steadier, finde ich. Ich finde, die hat eine bessere Balance. Also du kannst sie besser in den Anschlag nehmen, finde ich.
Aber die machen, glaube ich, weniger Schaden, ne? Das kann sein. Ey, lass uns mal auf E durchrennen, weil... Ich habe gleich wieder einen Juggernaut. Ich bin jetzt gerade dran, ne? Ja, aber unser DE ist gleich kaputt, das meine ich. Ach so. Deswegen müssen wir da, glaube ich, mal nachlegen. Ja, wenn unser D mal gehalten wird, das wäre ganz nett. Ja, so viel zu D halten, oder? Ach komm. Aber bringt dann den Excel Pike drauf und dann auf E, oder? Oh, Juggernaut, Juggernaut vom Spawn. Ja, ich sehe ihn gerade. Aber er ist tot. Er hat einen saftigen Schuss in seinen saftigen Kopf bekommen. Aber kein Headshot. Ja, leider nicht. Er ist gerade noch klar bei denen. Wenn ich mich jetzt einen Juggernaut machen kann, Kostüm zwängen kann, dann ist alles gut. Ich komme jetzt Treppe hoch mit Juggernaut. Ich bin auch Juggernaut. Hier ist auch keine Sau, das heißt unser E ist im Arsch gleich. Das schaffen wir nicht mehr. Wir müssen unser E eigentlich deffen. Kann ich alles machen. Ja. Von uns sind nur 5 hier, also von daher. Ah, die schaffen es nicht, unser E. Ja, ist vorbei. Noch nicht. Leck? Ich hab keine Ahnung, ob es ein Leck ist, ich glaube nicht, aber es ist fast vorbei. Die müssen nicht mehr viel machen. Wenn die das jetzt gehalten kriegen. Den ersten gerade mit einer Kettensäge gekillt. Nice. Egal was kommt, einfach drauf. Ja, okay. Nice. Jetzt bin ich allein auf E, super. Ja, ich komm nach. Doch lebe ich. Ich komm wieder mit... ich kann Juggernaut gerade ja noch gar nicht nehmen. Einfach Granate drauf. Einfach eine Granate drauf. Hab ich schon. Hab keinen mehr. Halte mir die nur ab. Nice. Ist tot. Nice. Ja, das war beim Millimeter, ne? Guck dir das mal an. 170 hätten die noch gefehlt. Ich glaube, die haben, die haben 2000 Punkte gemacht, wo die nur noch 300 oder so brauchen. Ja, ja. Ich glaube, mehr sogar. Ja, Leute. War doch mal ganz nett. Na, war doch mal. Zeckenleutnant! Ich bin immer noch irgendwas. Ich sag mal, ne? Man hört sich in der nächsten Folge. Wir sind cool.